alles schön und gut. Oder vielmehr nicht gut. Und ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt waren Sie unterwegs. Was heißt ausgerechnet, Inspektor? Ruhig, ruhig. Ich bin oft unterwegs. Ich war in Spandau. Ich habe mit einem Geschäftsfreund gesprochen. Sie haben mit einem Geschäftsfreund gesprochen. Die ganze Nacht? Der Einbruch erfolgte gegen 3. Ja, gesprochen und getrunken. Und dann konnte ich nicht mehr zurückfahren wegen Promille. Verstehen Sie? Dann habe ich übernachtet im Hotel. Hier ist die Hotelrechnung und da ist die Liste der gestohlenen Sachen. Ja, die brauche ich nicht. Meine Leute haben das heute Morgen bereits alles an Ort und Stelle aufgenommen. Aber ohne die Preise. Ich habe da die genauen Katalogpreise eingesetzt. Die Katalogpreise interessieren mich weniger. Das müssen Sie Ihrer Versicherung einreichen. Sie sind doch versichert. Natürlich bin ich versichert. Wenn man so viele Werteanlage hat, dann muss man doch versichert sein. Das ist doch ganz logisch, nicht wahr? Logisch ist das schon. Herr Fräulein Weber? Ja? Bitte verbinden Sie mich mit Dr. Severin. Gut, Inspektor, ich behalte die Sache im Auge. Und wenn wir etwas Neues erfahren, verständigen wir uns gegenseitig. Ja, wiederhören. Na, Babette, was bringen Sie denn Schönes? Einen Brief von der Gefangenenfürsorge. Von was? Ja, vom Fürsorgeverein für entlassene Strafgefangene. Der Überbringer sitzt draußen bei mir im Vorzimmer. Inspektor Dix von der Kriminalbereitschaft hat gerade angerufen. Heute Nacht ist wieder einer von diesen merkwürdigen Einbrüchen passiert. Nach der gleichen Methode wie die vorigen? Keine Spur von Gewalt an den Sicherheitsschlössern. Alarmanlage sauber außer Betrieb gesetzt. Bis auf die vorgetäuschte Hast durch herumliegende Papiere. Alles gut geplante und durchdachte Fachmannsarbeit. Kann man denn nicht von der Seite der Bestohlenen der Sache näher kommen? Ohne konkreten Verdacht und ohne ein paar Beweise kann man für die Bestohlenen leider nichts tun, als ihnen den Schaden ersetzen. Doktorchen, wollen Sie nicht mal mit dem Mann da draußen sprechen? Der scheint irgendwas zu wissen. Woher kommt denn der eigentlich? Aus Tegel. Also das heißt, jetzt kommt er von der Gefangenenfürsorge. Na gut, ich werde ihn mir mal anschauen. Aber später. Jetzt lese ich erst mal den Brief. Aber bitte nehmen Sie doch Platz. Grazie. Tja, das ist alles sehr interessant, was Sie da erzählen, Herr Bambini. Scusi, ich heiße Barberini. Oh, natürlich. Entschuldigen Sie bitte. Aber andererseits müssen Sie verstehen, Herr Bambini. Hoffen Sie sagen noch nicht richtige Signora. Signorina. Andererseits müssen Sie verstehen, dass wir auf so ungefähre Andeutungen und Halbwahrheiten nicht sehr viel geben können. Halbwahrheiten? Ja, mezzo. Mezzo vero. No, no, nicht mezzo vero. Tutto, tutto, completo tutto. Soltanto che la verità. Na nu, üben Sie schon für Ihre Flitterwochen in Venedig, Babette. Sie haben gut lachen, Doktorchen. Und ich bemühe mich hier im Speise meines Angesichts um deutsch-italienische Verständigung. Haben Sie schon Erfolg gehabt? Teils, teils. Er hat mir lediglich verraten, dass er in seiner Zelle in Tegel Mitwisser eines verbrecherischen Komplotts geworden ist. Dico solo che la verità. Es gibt so viele Ganoven in Tegel, die den ganzen Tag von krummen Sachen sprechen und vom nächsten Ding, das sie drehen wollen. Na ja, aber hier soll es sich speziell um eine Versicherungssache handeln. Um wen und um was es da geht, das will er uns jetzt sagen, wenn er seine Fahrkarte bekommen hat. Solo se ricevo la mia carta per andare in Sicilia, dirò qualche parola, se no non dirò proprio nulla. Also gut, Sie bekommen Ihre Karte, ich verspreche es Ihnen. No, no, erst zahlen die Hand. Nein, erst sagen in das Ohr. No, signor, mi ringrazio. Er sagt, es tut ihm leid. Es tut mir furchtbar leid. Aber wenn ich sage und die Leute pfeife... Verpfeifen. Und wenn die Banditen davon hören, bringen mich um. Quelli mi strangolano e fanno salami di me. Ich denke, die Banditen sitzen in Tegel. Eine sitzt, die anderen treffen sich im Restaurant und die spielen Karte. Naja, wenn sie bloß Karten spielen, solange sie nicht falsch spielen, ist ja das ein durchaus harmloses Vergnügen. Sie spielen nicht falsch und sie spielen nicht richtig. Sie spielen auch nicht wegen Vergnügen. Sie bloß sitzen bei Spielverein und warten auf Arbeit. Was für Arbeit? Stehlen. Sie stehlen, damit die Versicherung bezahlt. Aha, ein Ringverein, der sich als Kartclub tarnt. Und der sich auf Versicherungseinbrüche spezialisiert hat. Ah, eine hübsche und originelle Sache. Wie heißt der Verein und wo trifft er sich? Er reicht Herzbube. Herzbube? Sie trifft in ein Restaurant nicht weit von Aeroporto Tempelhof. Tempelhof? Aber mehr ich nicht weiß und ich nicht wissen will. Die Leute sind gefährlich. Jetzt hören Sie mal zu, mein lieber Barberini. Wir zwei schließen jetzt einen Ehrenvertrag. Sie verstehen? Sì, contratto per onore. Bitte, ja. Grazie. Sie glauben mir, ich glaube Ihnen. Sie kriegen Ihre Fahrkarte nach Sizilien. Bitte. Grazie, non funge. Aber erst muss ich die Banditi haben. So lange brauche ich sie noch. Ja, aber ich kann nicht Ihnen helfen. Die Leute sind gefährlich. Sie brauchen mir auch nicht zu helfen, wenigstens jetzt nicht. Sie werden ein paar Tage als mein Gast in einem Hotel wohnen. Va bene. Ja, Sie werden gut essen, Sie werden gut trinken, so lange, bis wir die Ganoven haben. Ja, aber nicht hier. Sie können mich treffen auf Straße. Die Leute sind gefährlich.
Ja, ich denke, Babette, wir bringen ihn am besten in ein kleines Hotel in Wannsee. Da ist er gut untergebracht. Ja, und außerdem weit vom Schuss. Wissen Sie, Wannsee, das ist ganz weit draußen, da kommen keine Herzbuben hin. Sie, sì, ich kenne Wannsee. D'accordo, signor Dottore. Gut, also Babette, wenn Sie nichts Besseres vorhaben, dann fahren Sie ihn mal hinaus. Hier sind die Schlüssel. Kommen Sie, Herr Bambini. Oh, pardon, das war schon wieder falsch. Oh, mach nichts, Signora. Signorina. Ja. Grazie. Prego. Wiedersehen, Doktorchen. Wiedersehen. Arrivederci, signor Dottore. Ich hätte heute eine ganz besondere Fuhre. Wohin? Ja, das weiß ich leider nicht. Natürlich wird hier im Lokalkarten gespielt, sehr viel sogar. Skat, Kanaster, aber ein Club, einen ganzen Verein? Nee, den haben wir nicht. Wollen Sie was trinken? Ja, ein Bier bitte. Ein Bier? Ja, ein Bier bitte. Ja, vielleicht ist es auch nur ein Stammtisch. Und vielleicht meinen Sie den Tisch hier hinten, da sitzen manchmal die Leute vom Theater, die vom technischen Personal. Nein, die meine ich nicht. Ja, oder da drüben, Tisch 3, an dem sitzen die Ärzte, den Mann vom Krankenhaus, aber die spielen selten. Die sind es auch nicht, die ich suche. Dann bleibt nur noch ein Tisch übrig, der da hinten in der Ecke. Da, der letzte. Ja. Der Stammtisch mit dem Schild drauf. Vielleicht steht auf dem Schild Herzbube drauf. Nein, das steht nicht drauf. Was sind denn das für Leute, die da zusammenkommen? Ach, das sind ordentliche Leute, wissen Sie, Vertreter, Angestellte, Geschäftsreisende, die so nach Feierabend ihr Spielchen machen. Regelmäßig? Ja, so 4, 5 sind abends immer da. Dankeschön. Zum Wohl. Aber sagen Sie mal, warum wollen Sie denn das wissen? Ach, ich suche einen guten Skatverein, dem ich mich anschließen kann. Ich möchte mich ein bisschen vervollkommnen und vielleicht sogar turnierreif werden. Nein, Turniere machen die nicht. Nein, die spielen bloß Karten, um die Zeit totzuschlagen. So. Kennen Sie alle diese Leute da? Oh ja, verschiedene kenne ich. Da zum Beispiel da hinten, schauen Sie mal, das ist der Herr Borkholz. Aha. Und der daneben sitzt, das ist der Herr Zickendraht. Aber warum interessiert Sie das? Och, nur so. Ich dachte, vielleicht sind es bekannte Spieler, deren Namen man von den Turnieren her kennt. Na. Aber mal was ganz anderes. Sie suchen doch eine Serviererin, nicht wahr? Ja. Ja, ich habe da ein Mädchen meiner Bekanntschaft, eine Werkstudentin, die sich zwischen den Semestern gern einen kleinen Zuschuss verdienen möchte. Das glaube ich schon. Aber kann sie das? Aber gewiss, Suppe und Bier an die Tische bringen kann sie bestimmt. Dann soll sie doch kommen. Ich stelle sie sofort als Aushilfe ein. Hallo, Babette. Ja, Herr Doktor? Wie viel Bierkrüge können Sie auf einmal tragen? Einen? Mehr habe ich noch nicht versucht. Wieso? Und was machen Sie, wenn Sie einem Gast aus Versehen eine Suppe in den Kragen schütten? Ich habe noch nie einem Gast irgendwas in den Kragen geschüttet. Und ich werde es auch in Zukunft nicht tun. Doch, Sie werden, ab sofort werden Sie. Das heißt, Himmel, Sie werden nicht. Sie werden die Suppen so elegant zwischen den Tischreihen entlang balancieren, als ob Sie nie etwas anderes gewesen wären als Kellnerin. Wollen Sie mir nicht endlich sagen, Doktor, was das alles zu bedeuten hat? Ich habe das Restaurant entdeckt, in dem sich wahrscheinlich die Gauner versammeln. Der ganze Verein? Nein, nur ein Tisch. Ein friedlicher, harmloser Stammtisch mit einem Schild und auf dem steht... Herzbube! Nein, reserviert. Lahmer Betrieb. Dann will ich Zeit, dass ein bisschen Schwung in den Laden kommt. Na ja, nur Mischung, Quatsch nicht. Was Neues sind Sie? In Sicht schon, aber noch nicht spruchreif. Was ist denn mit dem Marke? Mensch, keine Ahnung, du bist so verrückt. Na was denn? Da kein Aas in der Nähe. Fräulein? Ja, bitte? Noch ein Bier, der Herr? Ja. Aber mir bringen Sie ein paar Zigarillos mit, dieselbe Sorte. Bitte sehr. Ja? Sagen Sie mal, Fräulein, wir kennen uns ja noch gar nicht, sind wohl neu hier. Ja, ich bin Aushilfe für eine erkrankte Kollegin. Aber dass Sie das so gleich gemerkt haben? Was denn? Nur, dass ich neu bin. Sie haben einen guten Blick. Kunststück. Bei so einem netten Käfer lohnt es sich schon mal genauer hinzusehen. Alle Versicherungsnehmer im Raum Berlin, die in letzter Zeit ihre Versicherungssummen erhöht haben. Ja, erheblich oder nennenswert erhöht. Nein, nur im Bereich der Einbruchsdiebstahlversicherung. Ja, und ziehen Sie diese höher Versicherten sobald wie möglich heraus und schicken Sie mir die Aufstellung zu. Ja, war ja nur eine Anfrage. Wir hätten jetzt gerade Zeit, das Geschäft zu machen. Naja, aber wenn Sie noch warten wollen? Naja, wir sind hier immer zu treffen, jawohl, ja. Trauen sich nicht ran an die Sache. Warum? Vielleicht haben Sie Beiträge noch nicht bezahlt. Ach ja, wurscht, warum? Wir führen jedenfalls weiter. Wer gibt mir was dran? Du. Vielleicht sollte man noch mal bei dem Dings da nachfassen. Bei welchem Dings da? Na, bei dem Antiquitätenfritzen, dieser Pommer. Ach so. Hm. Ja, das könnte man machen. Der war ja schon halb reif. Hm. Ja? Probier's mal eben. Oh, entschuldigen Sie vielmals auf die gute Zeit. Oh mein Gott, es tut mir aber leid. Wie konnte mir nur sowas passieren? Aber das macht doch nichts. Das macht gar nichts, Fräulein. Durch Buffettaugen kann doch die Zeitung nur gewinnen. Ach, das ist sehr liebenswürdig. Haben Sie vielen Dank, mein Herr. Pommer? Na ja, Sie wissen schon, wir. Ach so. Na schön, ich bin einverstanden, Herr Borkholz. Also gut. Dann können wir die Sache heute starten. Heute Nacht um 3 Uhr, das ist eine gute Zeit.
Ich schicke gleich jemanden vorbei, der alles vorbereitet. Und morgen früh gehen Sie dann zur Polizei und melden den Einbruch. Gut, ich melde morgen früh den Einbruch. Und dann kann ich die Reise ja machen. Ah, Sie wissen ja schon. Ja, dann können Sie reisen, wohin Sie wollen. Ja. Okay. Entschuldigung. Mein Freund. Ich wollte mal telefonieren. Komm, bitte. Dankeschön. Hier, Flughafenklausel. Wen? Fräulein Erika. Nur einen Augenblick, wenn sie gerade in der Nähe ist. Ja, ganz recht, die Aushilfskellnerin. Ich soll Ihnen hier Ihre Aufstellung bringen. Ja, legen Sie sie auf den Tisch. Bitte schön. Dankeschön. Nein, Sie waren damit nicht gemeint. Hallo, Babette. Na, wie läuft die Sache? Schon etwas ausgekundschaftet? Dass es unsere Leute sind, das weiß ich ziemlich sicher. Ich habe auch erfahren, dass sie diese Nacht was vorhaben. Ja, diese Nacht. Um ein Haar hätte ich herausbekommen, dass... Ich komme später vorbei. Ich setze mich irgendwo hin. Sie bedienen mich, aber Sie kennen mich natürlich nicht. Sie sehen einfach über mich hinweg. Nein, keine Suppe in meinen Kragen, das bitte ich mir aus. Hören Sie, Babette, seien Sie vorsichtig. Nichts riskieren. Vielleicht ist mit den Brüdern nicht zu spaßen. Alles klar. Na prima. Wer fährt den Wagen? Ich. Und ihr beide stemmt die Ware rauf. Du gehst nachher hin und bereitest alles vor. Alarmanlagen, Sicherheitsschlösser. Neues Spielkarten könnten wir mal brauchen. Nein, Dinger kleben ja schon. Wie war das mit der Adresse? Na, die weißt du doch, Mensch. Nein. Hat dir schon längst gegeben. Den Namen weiß ich, aber die Adresse nicht. Na, mach schon. Ach, ist ja was anderes. Telefonnummer. Also gut, schaue ich nachher in meinem eigenen Buch nach. Wünschen die Herren noch etwas? Nein. Doch, ein Cognac. Ein Cognac, bitte sehr. Fräulein. Ja, bitte? Einen doppelten. Vorher wird nicht getrunken. Du kennst doch unser Prinzip. Nachher kannst du saufen, so viel wie du willst. Also gut, kein Cognac. Ja, hast recht, kein Cognac. 43, 27, 41. Ich telefoniere mal eben, ja? Sie telefonieren aber reichlich viel, Fräulein. Hallo? Hier ist nochmal Babette. Ich habe jetzt die Nummer von dem Kunden rausbekommen. Jetzt verlässt gerade einer das Lokal. Wollen Sie mal notieren? Das ist 43, 27, ja, 27, 41. Danke. Ich lasse gleich feststellen, wie der Teilnehmer heißt. Also Pommer heißt der Teilnehmer Ihrer Telefonnummer. Ich habe die Firma inzwischen etwas durchleuchten lassen. Ich auch. Gegen die Firma ist absolut nichts einzuwenden. Aber einiges gegen den neuen Chef, Herrn Pommer Junior. Sein Leumund ist völlig intakt. Seine Luxuswagen laufen auf Wechsel. Lieber Doktor, das tun heutzutage 50% aller Traumwagen. Aber die Firma steht vor der Pleite. Hm. Und sie ist bei Ihnen hochversichert? Ja, sie haben sogar in letzter Zeit beträchtlich erhöht. Was können wir nun dabei tun? Stellen Sie mir heute Nacht einen Streifenwagen zur Verfügung, damit wir im Notfall die Brunnstraße blockieren können. Bitte. Ja, danke. Wenn es schwere Jungen aus Tegel sind, wie Sie meinen, dann kann es leicht zu Meinungsverschiedenheiten kommen. Oh, keine Angst, Herr Inspektor, ich sehe mich vor. Ich habe bei solchen Gelegenheiten immer meine 6,35 bei mir. Also dann, bis heute Nacht 3. Wiedersehen, viel Glück. Wiedersehen. Na, Luba, wo kommen Sie denn her? Durch die Küche. Herzkuchen schon fort? Ja, vor einer Viertelstunde. Wir kommen, steigen Sie ein, ich bringe Sie nach Hause. Aber ich fahre doch jetzt nicht nach Hause. Diese Nacht bleibe ich an Ihrer Seite. Wieso? Na, da, wo ich als Ihre Assistentin hingehöre. Sie gehören ins Bett und nicht dorthin, wo dicke Luft ist. Guten Abend, sind Sie von Bertha 6, Herr Wachtmeister? Jawohl. Unternehmen Herzbube. Für Einsatz Brunnenstraße. Sind Sie Dr. Sellerin? Ja, im Vorbeifahren habe ich gerade festgestellt, dass in Brunnenstraße 3 ein Lieferwagen hält, der gerade beladen wird. Um 3 ist das der Antiquitätenladen. Ja, passen Sie auf. In 5 Minuten werde ich völlig betrunken sein und in der Brunnenstraße nächtliche Ruhestörung vollführen. Ein Betrunkener ist für die Bande unverdächtig. Ich inszeniere einen Krach mit den Leuten und dann kommen Sie. Die Kerle da sollen still sein! Halt mal! Halt die Schnauze, Menschen, hör ab! Du sollst das Maul halten! Wieso? Ich kann singen, so viel ich will. Der Mist! Was hat uns gerade noch gefehlt? Ja, Herr Wachtmeister, wir haben hier eine bestellte Fuhre und muss heute Abend noch in Frankfurt sein. Und da kommt der besoffene Kerl dazwischen und krakeelt. Das ist nicht wahr, die haben mich angepöbelt. Ruhe, zeigen Sie mal Ihre Ausweise. Ich? Alle Ausweise, die sehen, auch Ihre. Los, lass den Krempel liegen, wir müssen tun! Heran. Guten Morgen, Herr Inspektor. Man hat mich zu Ihnen geschickt. Pommer ist mein Name. Ja, bitte?
Ich muss eine Diebstahlsmeldung machen. Bei mir ist heute Nacht eingebrochen worden. Ich komme gerade von einer großen Reise nach Hause und der ganze Laden ist ausgeräumt. Das wissen wir bereits, Herr Pommer. Wieso? Ihre Einbrecher sind gerade auf dem Weg hierher. Dann ist ja alles erledigt, dann kann ich ja wieder gehen. Das können Sie leider nicht, Herr Pommer. Sie sind verhaftet. Was soll das heißen? Das heißt mitgegangen, mitgehangen. Hängen werden Sie zwar nicht, aber sitzen werden Sie zusammen. Diese Idioten. Also kommen Sie. Wachtmeister, mitnehmen. Ach, da sind Sie ja. Spirale, Kiosk in Grün. Also ich kann damit nichts anfangen. Verstehen Sie etwas davon? Ach, ja, ich habe eine Einstellung zu moderner Malerei. Ja? Mhm. Ich kenne mich da auch einigermaßen aus in Ausstellungen und auch mit Bildertransporten und so weiter. Was, wirklich? Mhm. Wenn es Ihnen recht ist, dann rufe ich nachher mal an bei dieser Gruppe. Neue Gruppe 59. Ja, das wäre wunderbar, wenn Sie da mal herausbekommen könnten, was wir eigentlich unternehmen müssen. Gut. Ich muss jetzt fort, ja? Um 4 Uhr, wenn etwas ist, bin ich wieder da. Ich erwarte Dr. Severin. Ja. Tag, Doktorchen. Nun, Fräulein Käthe, Sie allerliebstes Kammerplätzchen. Lassen Sie den Unfug, Graf. Haben Sie schon was ermitteln können? Nichts Wesentliches. Hier habe ich die Absender notiert von allen Briefen, die eingegangen sind. Ah, Ines da Costa. Der Name interessiert mich. Jetzt haben wir auf alle Fälle die Adresse. Vergleichen Sie doch mal bitte da, wo die Lesezeichen sind. Mhm. Mal 90. Stimmt, so sind die Maße für den Pissarro angegeben. 41 mal 93. Ja, das ist Sisley. Und 53 mal 69. Das Leefogel. Also heute Morgen habe ich jetzt hier Staub gewischt. Wirklich kein bisschen Kinderstube. Verzeihung, Gretchen. Sagen Sie, warum will Fräulein von Hochberg mich heute sprechen? Ich glaube, weil Ihr Bruder heute Nachmittag anrufen wollte. Haben Sie sonst noch was für mich? Ja, nicht viel. Eine Künstlergemeinde, die neue Gruppe 59, der Hochberg angehört, hat heute angerufen. Sie warten auf die Bilder für die Ausstellung in New York. New York? Ich denke, er stellt nicht aus. Er hat gemeldet. So. Er zeigte mir ein paar Gemälde. Ich weiß. Die stehen auch im Atelier. Wann malt der Mann eigentlich? Und wo? Er hat ein zweites Atelier. Wo? Die Baroness, setzen Sie sich dahin. Entschuldigen Sie, Doktor, dass ich Sie warten ließ. Wissen Sie, ob mein Bruder inzwischen angerufen hat? Wenn ich nur wüsste, wo er jetzt wieder steckt. Vielleicht bei Ines da Costa. Wie kommen Sie denn darauf? Ja, ich entnahm aus einigen Bemerkungen, dass... Ach ja, ich glaube sogar, er will mit dir zusammen in New York eine Ausstellung beschicken. Ach, wie interessant. Ach, bitte geben Sie mir doch das Telefon, Herr Rüll. Schloss Hochberg, einen Augenblick bitte. Der Herr Baron. Ja, danke. Hallo, Thilo. Das ist ja ein Wunder, dass du überhaupt anrufst. Sprichst du aus Frankfurt? Aber nein, ich bin nicht neugierig, nur Dr. Severin sitzt gerade neben mir. Ach, wann kommst du denn? Das ist fein. Also dann bis bald. Dankeschön. Ja, Doktor, hat Ihre Versicherung noch irgendwelche Fragen? Nein, nein, nur die üblichen Routine-Sachen. Noch etwas. Wie sind Sie mit dieser Aushilfe mit dem Fräulein... Käthe? Ja, richtig. Wie sind Sie mit ihr zufrieden? Sehr sogar. Ist eine Freundin von Erna Schnell, nicht wahr? Ja. Warum, haben Sie irgendwelche Bedenken? Nein, keine Bedenken, Baroness. Nur verdächtig ist jeder. Wenn Sie wollen, auch ich oder Sie. Was, ich auch? Das ist nur ein Scherz der Theorie. Aber ganz im Ernst gesprochen, ich halte es für richtig, jede Möglichkeit zu überdenken. Ich würde mich sehr gern mal mit dem Fräulein Käthe unterhalten. Sie verstehen, nicht hier. Schicken Sie sie mir doch mal heute Abend. Die Auskunft da denkt gar nicht nett über unseren Baron. Da? Spielschulden, Wechselreiterei, am Bankrott der BHG mit 300.000 Mark beteiligt. Na, was sagen Sie dazu? Ja, das klingt nicht sehr, sehr abstrakt. Wollen Sie ganz offen mit ihm reden? Na, lieber nicht. Sie haben ihn doch dringend hierher gebeten. Da wird er sich noch ein bisschen gedulden müssen. Na, nu, das Kind ist müde. Ich muss mal ausspannen. Ich denke, ich fahre in den Taunus zu einer gewissen Ines da Costa. Ich mach's schon, Carol. Danke, Frau. Frau da Costa? Ja, bitte? Mein Name ist Jürgen Meissner. Ich bin ein Freund von Herrn von Hochberg. Ja, und? Ich hätte ihn gern gesprochen. Thilo sagte mir, ich durfte hier ihn aufsuchen. Oh, das tut mir aber sehr leid. Thilo ist halt gestern Abend verreist. Oh. Aber kommen Sie doch erst mal rein, Herr Meissner. Danke. Carol. Vielen Dank.
Darf ich bitten? Ja, ich sehe, Thilo hat Ihnen nichts von mir erzählt. Nein, das hat er nicht. Das sieht dem guten Thilo ähnlich. Umso mehr hat er aber von Ihnen gesprochen. Ja, wirklich? Ja, Ines da Costa, seine geistige Gefährtin, sein künstlerisches Gewissen. Sehr interessant ist das. Ja, das hier ist mein Studio und Thilos ist oben. Schade, dass er nicht da ist. Aber ich meine, wenn es sehr dringend ist, wir können ihn auch anrufen. Oh nein, bitte nicht. Carol, bring bitte etwas Whisky, Wasser und etwas zu rauchen, ja? Das ist aber nicht notwendig. Oh. Ja, ich mache mir große Sorgen um unseren Freund. Die Sache mit den Bildern scheint ihn sehr getroffen zu haben. Was für eine Sache? Der Einbruchsdiebstahl. Was? Ja, ein Pizarro, ein Slevogt und ein Sisley. Aber das ist ja furchtbar. Hat er Ihnen nichts davon erzählt? Na, kein Wort. Also wirklich, manchmal kann ich Thilo nicht verstehen. Der Whisky, gnädige Frau. Danke, Carol. Stell ihn dahin, bitte. Trinken Sie Whisky mit Soda oder pur? Natürlich pur. Bitte nehmen Sie Platz. Dankeschön. Ja, es war ein schwerer Schlag für ihn. Er arbeitet nicht mehr. Die Bilder für die New Yorker Ausstellung... Oh, da kann ich Sie beruhigen. Er war noch nie so voller Arbeitsfreude wie in der letzten Zeit. Das überrascht mich. Und es erfreut mich. Ja, er hat für die Ausstellung gearbeitet. 3 Bilder. In wenigen Tagen waren sie vollendet. Dann hat er also hier gearbeitet? Ja, ja, hier oben in seinem kleinen Atelier, in einem fieberhaften Arbeitsrausch. Ich durfte nicht zu ihm hinauf, bis er den letzten Pinselstrich getan hatte. Darf ich die Bilder mal sehen? Nein, die sind bereits beim Spediteur in Frankfurt. Es war höchste Zeit, sonst wäre es für den Transport zu spät geworden. Schade, aber vielleicht wäre es möglich bei dem Spediteur. Ich fahre ja über Frankfurt. Das nenne ich wirklich freundschaftliches Interesse. Guten Tag. Guten Tag. Mein Name ist Severin. Sie kommen von der Versicherung? Ja, das ist Herr Mothesius, Konservator der staatlichen Gemäldesammlungen, und das ist Herr Kriminalinspektor Kern. Hoffmann. Meine Herren, liegt etwas vor? Ja, Sie besorgen den Bildertransporter neuen Gruppe 59 nach New York. Allerdings, ist da etwas nicht in Ordnung? Das wissen wir noch nicht. Uns interessieren nur die Bilder des Barons von Hochberg. Wir haben da eine wichtige Ermittlung anzustellen. Hoffentlich sind Sie noch da. Da haben Sie aber Glück, Herr Doktor. Erst gestern hat er Sie gebracht. Und heute noch geht der Transport raus. Bitte, ich verstehe nicht. Herr Dr. Severin ist verreist? Hat er mir keine Nachrichten hinterlassen? So. Danke. Einfach köstlich. Herr Dr. Severin ist verreist. Er beordert mich beinahe her und dann ist er nicht da. Manieren haben diese Leute? Thilo, sei doch nicht so gereizt. Severin tut doch wirklich sein Bestes. Ich habe nicht mehr lange Zeit zu warten. Ich muss nach New York. Du musst nach New York? Davon weiß ich ja gar nichts. Sehen Sie, Herr Inspektor, das Bild, das Herr Mothesius gerade untersucht, hat die Maße 60 mal 90, wie der Pizarro, hier im Katalog auf 10 mal 15 verkleinert. 4 cm hoch, 3 cm längs, im Schnittpunkt der beiden Linien ein zartes Violett. Ja. Herr Mothesius hebt jetzt die Farbschicht auf dem entsprechenden Punkt ab. Und was finden Sie darunter, Herr Mothesius? Ein zartes Violett. Aha. Fixieren wir den nächsten Punkt. 8 längs, 5 hoch, im Original also 48 mal 30. 48 mal 30. Ich hoffe, Herr Inspektor, Sie verstehen meinen Test. Der Zufall kann es wollen, dass zwei Bilder an geometrisch gleichen Punkten denselben Farbwert zeigen. Nicht aber an verschiedenen Stellen. Ich meine... An verschiedenen gleichen. Ja. Nun, sind wir soweit? Einen Augenblick noch, bitte. Ja, lassen Sie sich nur Zeit. Ja, danke. Ich rufe gleich zurück. Herr Hoffmann, ja? Die Expedition wird ungeduldig. Na? Der Bildtransport muss noch zum 4-Uhr-Zug, sonst klappt der Schiffsanschluss im Bremerhaven nicht. Na, da werde ich gleich mal selber nachsehen. Entschuldigen Sie, meine Herren. Der Transport muss weg. Ja, wir brauchen nur noch wenige Minuten. Tja, meine Herren, also bitte nehmen Sie es mir nicht übel, aber übernehmen Sie die Verantwortung. Moment. Nun, ein heller Ockerton. Augenblick. Ja, ein heller Ockerton. Danke, das genügt mir. Ich übernehme Sie. Ich beschlagnahme die Bilder. Ja, was ist denn los? Meine Herren, ich muss gestehen, ich begreife keine Silbe. Herr von Hochberg hatte die originale, wertvolle Bilder aus seinem eigenen Besitz, die er verschwinden ließ, übermalt. Er wollte diese Bilder als seine eigenen Werke im Rahmen dieser Ausstellung nach New York bringen. Ja, aber trotzdem... Ein geschickt eingefädelter Versicherungsbetrug. Herr von Hochberg war finanziell ruiniert. Ja, er hätte doch die Bilder nur verkaufen müssen. Ja, jede Galerie hätte sie ihm gerne abgenommen. Ja, das eben wollte er nicht. Er wollte sie behalten und die Versicherungsprämie kassieren. Von Hochberg. Ines, ja. Also du bist wirklich schrecklich, Thilo. Nur weil du mir nie was erzählst. Wieso? Zum Beispiel die Sache mit den Bildern. Na, und dann der Einbruch. Erzähl mir nichts. Woher ich das weiß? Naja, da war ein guter Freund von dir hier.
Den hast du mir übrigens auch unterschlagen. Wie er heißt, das war ein Herr Meißner. Was? Den kennst du nicht? Nein. Hör gut zu, Ines. Sprich zu niemandem darüber. Rufe hier auch nicht mal an. Ich melde mich bei dir. Tilo, was ist denn? Ich muss fort. Das Mädchen soll die Koffer runterbringen. Was hast du denn? Verzeihung, es ist jemand da. Wer denn? Die Kriminalpolizei, Herr Baron. Thank you.